Willkommen zu einem neuen Essensvideo. Ja, ich habe jetzt hier mir ein Steak gemacht mit Bier, Senf, Zwiebelmarinade. Also Zwiebel waren da jetzt nicht dabei. So sieht das Ganze aus. Noch ein bisschen Ketchup oben hinten dran und eine milde Pepperoni. Und das Ganze habe ich so jede Minute gewendet. Sieht natürlich jetzt ein bisschen blass aus, weil die ganze Marinade in der Pfanne geklebt hat. Ja, das Ganze hat jetzt ein Weilchen geruht. Dann schauen wir uns jetzt mal hier das Schnittbild an, ob das Medium geworden ist oder ob das durch ist. Wenn das Messer schneiden würde. Oh, das war aber sehr zäh hier. Man sieht schon, es ist echt schwierig hier am Computertisch ein Video zu machen ohne Selfie-Stick. Jetzt bleibt mal stehen hier so. Das habe ich direkt aus dem Kühlschrank in die Pfanne gehauen. Steffen Hensen hat ja gesagt, man soll das 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank nehmen. So, wir gucken uns jetzt mal das Ganze an. Ja, es sieht durchaus. Es ist ein bisschen durch, aber es ist an einer Seite dick und an einer Seite dünn. Deswegen das kann man nicht so leicht Medium hinkriegen. Also das Fleisch ist durch, aber man sieht, es ist noch saftig. Würde ich mal sagen, wenn man es hier im Video sehen kann. So, dann probieren wir mal. Schön weich auf jeden Fall. Schön fetschig dran. Ich habe da natürlich jetzt noch übel Salz drauf gemacht, weil die ganze Marinade in der Pfanne geklebt hat und das hat überhaupt nicht nach Senf oder sonst was geschmeckt. Mit dem bisschen mehr Salz. Ich habe mehr Salz drauf gemacht. Schmeckt das auf jeden Fall besser. Ist auf jeden Fall schönes, tartes Steak. Vielleicht 1-2 Minuten weniger gebraten. Und mehr Temperatur. Also ich hatte das jetzt bei Stufe 8. Hier sieht man nochmal die Fettschicht. Das richtig schicke Fett. Wenn es jetzt so kalt wird, ein bisschen trocken. Aber trotzdem, schönes Fleisch, schönes Schweinefleisch. Ja, ein bisschen kürzer auf jeden Fall braten. Man sieht, es ist, ups. Und sieht, ist auf jeden Fall durch, also nicht mehr medium, aber geschmacklich trotzdem lecker. Die Senf, Bier, Zwiebel, Marinade schmecke ich da jetzt nicht mehr raus, obwohl da noch ein bisschen drauf ist. Vielleicht doch ein bisschen viel Salz drauf gemacht. Wird jetzt doch ziemlich salzig. Trotzdem ein bisschen leicht trocken. Obwohl der erste Anschnitt schön saftig war. Ja. Kleines Essenstestvideo. Lässt sich jetzt auch schwer kauen, wenn das so kalt geworden ist.
Doch, hier ist richtig zäh. Hauen wir uns noch die Peperoni rein. Echte Schärfe. Echte Salzigkeit. Oh, richtig krasse Salzigkeit. Also die Peperoni mit mehr Salz, die ich Jörg geschickt habe, müssen ja noch salziger sein. Das hier sind nur die ganz normalen handgepflückten, milde Peperonis. Aber trotzdem kann man, wenn man schnell isst und wenn es noch heiß ist, kann man es auf jeden Fall essen. Der ganze Fleischsaft ist rausgelaufen. Danke fürs Zusehen.